Besondere jetzt hier an dem Event? Das Besondere an dem Event ist doch, wie viele Leute man in mittlerweile mehr als einer Stadt, also in Emmerich auch, mobilisieren kann, gemeinsam etwas zu machen. Und zwar für einen guten Zweck. Die verdienen kein Geld. Es ist einfach nur eine tolle Nummer und eine Form, auch was ich eben auch finde, wo wir uns von den Holländern eine ganze Menge abgucken können an Integration, Inklusion, ein selbstverständliches Umgehen damit. Und wenn man jetzt im vergangenen Jahr sieht, wie glücklich diese Kinder waren, ich glaube, dann ist es gut investierte Zeit. Was bedeutet das Event denn jetzt für Kalka? Für Kalka bedeutet es einfach, dass wir Leute sind. Ja, dass hier was los ist, dass sich was tut, dass alle mobilisiert sind und ja offensichtlich auch, dass ihnen dieser Einsatz einfach das auch wert ist. Also ich glaube, das tut uns gut. Alles, was hier stattfindet, tut uns gut. Die Leute hier hin, die kommen vielleicht auch wieder. Die Bürger, die hier wohnen, sagen, Mensch, hier ist doch was und das Ganze auch noch für einen guten Zweck. Als wenn das nichts ist, dann weiß ich es nicht. Wie aktiv ist Kalka denn jetzt bei diesem Event? Was macht Kalka? Kalka ist jetzt einmal hier auf dem Markt, die Feuerwehr. Marvin, ich habe einen ganzen Zettel in der Tasche, ich kann es nicht auswendig. Aber jetzt hier in Ried war eben auch die Feuerwehr, da wurde gegrillt, da gab es was zu trinken. Da bin ich vorhin kurz gewesen, in Hönnebel auch, genauso. So dass auch die Stadtteile, das haben wir ja sonst eher selten oder wird immer bemängelt, ein Stück weit mit einbezogen werden. Und